Ui, das ist ja schon wieder eine Begrüßung hier. Da stehen sie auch wahrscheinlich schon hinter dieser Wand und warten hier auf mich. Aber in der letzten Folge, hey ho, überhaupt erstmal, in der letzten Folge habe ich euch ja versprochen, wir gucken endlich mal in diese Kiste hier, die wir gerade gefunden haben in der Mine. Machen wir auch später mal. Nein, okay, machen wir jetzt. Ich halte mein Wort. Gold! Oh! Aber das ist mir aber jetzt so wertvoll, dass ich es erstmal noch in der Kiste lasse. Wir wissen ja nicht, was uns noch passiert. Ist aber schon sehr vielversprechend. Gold und auch diese Melonenkerne, das ist ja toll, genau richtig für unsere Farm. Aber jetzt muss ich mich erstmal wieder konzentrieren und beruhigen. Und mal ergründen, was jetzt hier überhaupt für eine Party ist. Ja, irgendwo müssen die Kerle aber hier sein. Das kann ja nun nicht angehen, dass ich jetzt hier so. Da geht's doch noch irgendwie weiter. Licht wäre vielleicht nicht schlecht, ja. Ich höre ja auch gerade nichts mehr. Ah, hier, es geht's noch weiter in dem Gang. Was interessant. Was wirklich interessante Halle hier, ja. Gut, dann haben wir sie auch mal beleuchtet. Schon in der letzten Folge bin ich hier nicht reingegangen. Habe ich mich nicht getraut. Aber jetzt hat sich das auch erledigt. Ach du meine Güte, das ist aber auf jeden Fall eine riesige Mine. Da geht es noch in einer anderen Etage weiter. Also das ist ja. Also das ist ja jetzt wirklich spektakulär. Also die ist jetzt schon so groß, dass ich eigentlich befürchte, dass ich mich hier vielleicht verlaufen werde, ne? Also, ist natürlich schlechter auch jetzt, dass ich noch überhaupt nicht festgestellt habe, wo die nun herkommen, hier die Leute, die. Oh, da ist ja jetzt schon wieder los. Ach, ich finde diese Geräusche von dem Plopp. Was soll denn das Plopp? Gib mir auch gefälligst meinen alten Bogen, mein Bogengeräusch wieder zurück. Statt dieses komische Plopp. Ey, wir sind hier nicht bei 1, 2 oder 3. Oh, verdammt, verdammt, oh, verdammt. Hilfe. Ich werde jetzt hier aber auch. Ich höre so viele Schritte überall. Überall und überall. Überall Hellschritte. Ja, komm her, du. Ich hau dich kaputt, du. Ich mach dich. Geh ja weg, doch. Wo die denn hergekommen sind? Ich versteck mich mal hier hinter. Kann man sich auch nicht verstecken. Da kommen die dann auch her. Gut, aber hier kommt offenbar auch keiner durch. Ach, du meine Güte. Ah. Und ich habe mich inzwischen schon völlig verlaufen. Was ist das denn hier? Also. Ah, nein! Ich krieg mich gar nicht mehr ein hier vor lauter Spannung. Ah, eine Giftspinne! Nein! Nein, nein! Komm, wir müssen kämpfen! Ah, die hängt da fest, das ist gut. Hahaha! Ja! Oh nein! Ey, Leute, das ist ja viel zu groß hier. Au, 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 au! Ah, au, au! Ah, ich muss kotzen! Ah, oh! Oh nein, 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 ich will aber nicht sterben, ich will aber nicht sterben. Oh nein, oh, das war ein wirklich grausamer, schmerzvoller Tod. Also, ich glaube, das war der schlimmste Tod, den ich in Minecraft. Und jetzt fallen sie auch noch, den fallen sie jetzt, fallen sie auch noch über meine Leiche her. Nein, das ist ja sowas von ekelhaft. Ey, ach, das war der schlimmste Minecraft-Tod auf jeden Fall, den ich jemals gestorben bin. Guckt euch das an, wie sie über mich herfallen. Gleich werde ich eingesponnen und dann werde ich dahin gehängt zum Trocknen und dann werde ich ausgesaugt. Und bevor das passiert, drücke ich jetzt hier auf Respawn. Also mir geht's jetzt auch wirklich gerade richtig schlecht. Na, also ich habe sogar gerade das böse K-Wort gesagt, ne, alle Kinder, die jetzt zuhören, Entschuldigung, Entschuldigung, der böse Onkel hat wieder so ganz schlimme Sachen gesagt.
kann da nichts für, weil das ist wirklich, ihr habt ja gesehen, das war alles ganz schrecklich, was die bösen, bösen Spinnen mit mir gemacht haben. Jetzt komme ich da auch nicht mehr zurück, meine Sachen zu holen. Ach, nee. Ich werde das trotzdem versuchen. Wenigstens ist das wirklich in einem super grausamen Tod dann alles draufgegangen. Ich kriege mich gar nicht mehr ein, das war so schrecklich. Ich hatte ja noch irgendwie, ich weiß nicht, in der letzten oder vorletzten Folge, glaube ich, gesagt, dass ich vor den Spinnen ja nicht so viele Angst habe, aber dieser Gifttod, ja, der ist etwas völlig Neues. Ich bin auch nochmal ganz so richtig bedeppert, wie ihr merkt. Dieser Gifttod, der hat es wirklich in sich, weil man da so sein Ende praktisch so kommen sieht. Ja, jetzt habe ich natürlich auch überhaupt keinen Trank oder irgendwas, da bin ich ja noch weit von entfernt. Gut, ich starte jetzt einfach noch einen Versuch, meine Sachen wiederzubekommen. Schon wieder so ein Plop. Ja, super, das klingt immer, als würde einer mit mir Wein anstoßen wollen. Wirklich, das ist das... sorry, ich will nicht meckern, aber das ist der allerletzte Sound, dieser Bogen-Sound, wirklich. Und ich hoffe, es gibt bald eine Petition im Internet, ja, wo sich Leute zusammentun. Und, wo ging's dann nochmal lang? Hier geht's zur Mine, ne? Um dafür zu voten, dass der alte Sound wieder eingeführt wird vom Bogen. Also das ist ja wirklich das allerletzte. Ja. Schrecklich. Der war so schön mit dem Gong vorher, so boing. Die Pfeile so brrr, ne? Herrlich. Und das war's. So, dann bin ich hier lang gelaufen, ne? Da waren wir auch überall noch nicht da hinten. Hier ist unser großer Raum. Ah ja, gut. Gut, gut, gut. So, es sind natürlich Horden von Giftspinnen da unten. Aber... ja, da liegen meine Sachen. Ja, macht jetzt wenig Sinn, nach da zu flüchten. Ich mache Folgendes, ich renne hier einfach durch und renne wieder weg und hoffe... oh weia, ich komme hier auch gar nicht mehr hoch. Habe ich denn hier irgendwie Geröllheimer? Ja, Geröll habe ich dabei. Verdammte Axt, das ist aber nochmal gut gegangen. So relativ gut, ne? Weil ich ja meine Sachen wiedergefunden habe. Ich denke, ich habe auch alles wieder, da lag nichts mehr, oder? Ich mach mal eben eine ganz kleine Bestandsaufnahme. Bin ich denn hier noch relativ sicher? So, oh. Oh Mist. Wieso kommt die jetzt von da oben? Das ist eine Wahnsinnsmine. Also die werde ich wirklich Stück für Stück auseinandernehmen. Und alles vernichten. So, jetzt ist... Ich glaube, komm, ich mal eben gucken. Spinnenaugenschwerter. Pfeile. Bogen ist wieder da an Bord. Wo sind denn meine Fackeln? Meine Fackeln sind weg. Fackeln sind weg. Gut, dafür haben wir jede Menge... doch, da sind sie doch. Da sind sie doch. Na, was sag ich denn? Ja, der Rest ist alles wunderbar. Das geht, damit kann man jetzt klarkommen. Puh. Gut, dann also alle Mann wieder beruhigen. Hier ist auch schon wieder irgendwer am rumrülpsen, da unten, glaube ich, ne? Ist das denn jetzt eine Giftspinne? Ach, der geht da hinten, der Zombie. Ach du meine Güte, ne. So, dann sind wir hier bei unserer Kiste. Ich schaue jetzt hier nochmal eben in den Seitengang. Ah, da ist... oh, da geht's noch weiter. Es ist eine irre Sache hier. Irre Angelegenheit. Also, gefällt mir sehr gut. Also da kann man viel draus machen. Ich nehme noch ein paar Schienen mit, wenn ihr es gestattet. Als Belohnung. Die werden hier unten eh nicht mehr gebraucht, ne? Ist ja alles da eingebrochen. Ach so, es hat das... aber passiert nichts, ist okay.
Ich bin immer noch völlig aufgeregt von dieser Spinne. Also, das war mein erster Kampf gegen Giftspinnen und dann kamen die plötzlich alle an und aber das habt ihr ja gesehen, brauche ich ja nicht nochmal zu erzählen. So, dann nehme ich auch mal hier das Gold mit und dann nehme ich auch noch die Melonen mit und dann nehme ich auch noch die Kiste mit. Ja, so. Und dann renne ich hier wieder raus. Da ist ein Creeper. Ach du meine Güte. Der kann mich jetzt mal. Ich raue ab hier. Laufe ich denn auch überhaupt richtig? Ich glaube ja. Und den Creeper sollte ich auch abgehängt haben. Mann, Mann. Jetzt kommt der von irgendwo anders gleich und ich hänge hier fest. Ah, ist das ein Stress. Oh Mann. Hat da was gezischt? Ich bin jetzt inzwischen von diesen ganzen neuen Geräuschen völlig verunsichert. Okay. Nein, bevor ich jetzt was Folgendes, das nächste mache, das nächste Projekt. Wir sind ja hier noch nicht fertig mit der Höhle, ne? Also, ich weiß, dass wir eigentlich dabei sind, so theoretisch, ne, einen Bauernhof zu bauen und eine Farm. Aber das hat mich jetzt natürlich hier völlig wieder gepackt. Der Buddlerwahn, ne? Ist sowieso gerade dunkel draußen, also was soll's. Machen wir mal Folgendes. Tun wir mal alles, alle schönen Schätze hier. Bringen wir die mal alle in Sicherheit. Ein bisschen was mitnehmen hier. Das können wir auch noch mitnehmen. Das natürlich nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das brauchen wir auch jetzt. Das vor allem überhaupt nicht. Und auch ein bisschen hier von dem Zeug können wir doch mitnehmen. Wegen Treppenbau und sowas. Besser ist das. Wenig Erde, ne? Wenig Erde dabei. Aber gut, so ist das nun mal halt. So, jetzt hatte ich auch so ein paar Waffen mal hier. Damit ich hier immer schnell auch ein bisschen Reserve habe. So. Habe ich mich erschreckt, ey. Ah, das sind diese neuen Geräusche. Naja. Man kann ja nicht alles selber machen, ne? Hier bin ich immer noch sehr vorsichtig. So, und jetzt geht's hier lang. Rein theoretisch jedenfalls. Ist alles noch nicht sicher. Hier sollten wir es auch noch etwas beleuchten, ja? Vor allem auch hier rein mal eben. Mal sehen, wo es uns hinführt. Hier können wir jedenfalls noch eine Menge. Hier geht's auch nach unten, ne? Fackeln stelle ich immer beim Reinlaufen in einen Gang auf die rechte Seite. So. Oh Mann. Dann weiß ich, wo ich langlaufen muss, wenn ich zurück will. Dann stehen die nämlich links. So, das war eine Sackgasse und von oben kann auch nichts kommen. Fackeln lasse ich hängen, dann ist dieser Gang schon mal relativ abgesichert. Bisschen Kohle könnte ich mir jetzt noch was schlagen, ne? Nehme ich immer gerne mal mit, so ein bisschen Kohle für die Fackeln. Und fürs Lagerhaus. Ich denke mal, wenn wir jetzt hier auch weitermachen, richtig, dann bauen wir uns auch wirklich mal direkt mal so ein richtiges Lagerhaus auch mal, damit ich nicht immer so in, das immer so lange dauert. Obwohl in Bad Schönfels hatten wir natürlich auch ein Lager. Nur das dauert bei mir meistens immer, bis ich mal so ein Lager anlege. Da hantiere ich dann immer mit zwei oder drei Kisten rum und das bringt natürlich nicht viel. Ist immer nervig, aber es ist eh alles immer voll und verstopft. So, dieser Gang ist auch nach oben einigermaßen gesichert, also. Ich höre. Ich höre.
Viecher im Wasser. Kann aber jetzt gerade nicht deuten, wo das herkommt. Gut, eine Treppe möchte ich mir gerne schlagen. Wie wäre es denn so? Ganz einfach. Hui, ja, jo. Oh, das sieht ja schon gut aus. Oh. Nun, apropos, es sieht gut aus. So gut sieht es dann doch wieder nicht aus, weil ich habe schon fast die Befürchtung, es geht gar nicht so wahnsinnig tief runter. Na, da geht es noch, glaube ich, ein bisschen weiter. Hier. Ja. Gut, aber erst möchte ich mir gerne den Rücken etwas frei halten. Na, hüpf da mal hoch. Ja, gleich sind mir die Fackeln erstmal ausgegangen. Macht aber nichts, ich kann Nachschub bauen. Schön, ist der Gang wenigstens gesichert. Erschlossen und gesichert. Ja. Hier gibt es wenigstens einiges mitzunehmen. Wer hat denn da das Licht ausgemacht? Ist da auch noch ein Gang? Gefährlich, gefährlich, ne? So, haben wir es auch geschafft. Das ist immer so leicht lästig, sag ich mal, wenn man doch eigentlich tiefer möchte. Und dann ist aber da immer noch irgendwie was abzubauen. Na, ah. Okay. Sehr schöne Verzweigung hier. Im Moment, jetzt nutze ich mal eben die Zeit und die Kohle. Komm, verballern wir alles. So. Neue Fackeln. Wo muss ich denn nochmal weiter? Ach, hier unten, ne? Hups. Ist ein schöner Raum, kann man nichts sagen. Es geht richtig tief runter, das finde ich sehr gut. Lass uns direkt mal gucken gehen. Lass uns gar nicht lange warten. Lass uns einfach machen. Nicht ohne Licht. Oh! Was sehen denn meine entzündeten Augen? Gold! Und ich habe keine, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich habe überhaupt keine Eisenhacke dabei. Müssen wir jetzt da liegen lassen. Mache ich sowieso meistens immer in einem zweiten Gang. Ich lasse es meistens doch lieber alles liegen. Bevor ich die Höhle mal einigermaßen gesichert habe. Und dann gehe ich in aller Ruhe das Werkzeug holen. Da ist auch noch mehr. Also ein bisschen Gold hier zu finden. Das ist sehr schön. Es grunzt. Komm, gehen wir da mal weiter runter. Oh. Wenn es hinter dem Geröll nicht weitergeht, dann sind wir natürlich aufgeschmissen.
Ich hatte ja gehofft, hier mal so richtig weit runterzukommen, Lava zu sehen, Obsidian zu sammeln und sowas. Aber so geht's natürlich nicht. Aber es geht hier noch. Ne, es geht nicht weiter. Das war's. Bohren wir das mal alles auf. Ja, gut, wir haben Gold gefunden. Dann ist das nicht so schlimm. Hier ist natürlich eine verdächtige Geröllecke. Da werde ich mal ein bisschen nachbohren. Ja, was sag ich denn? Da ist doch noch. Ach nee, das ist nur Erde. Ah, ich dachte, da geht's weiter. Gut. Schauen wir mal. Jetzt nehme ich mal alles mit. Was wir haben, haben wir. Erde brauche ich eh. Und den bohre ich auch immer gerne auf, weil man, na, guck mal, guck mal. Ne? Da geht noch was. Da geht noch was, Leute. Da geht wirklich noch was. Oh! Chaka, 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 chaka. Da kommt noch mehr Kohle zum Vorschein. Gleich ist meine Schippe kaputt. Dann mache ich einfach mit der Hand weiter. Jawoll! Kenne ich doch nichts als alten Bundler. Früher im Sandkasten habe ich auch keine Schippe gebraucht. Da habe ich die anderen Kinder immer mit der Hand beschmissen. Ah, ja. Ja, ganz böse. Den anderen immer die Förmchen geklaut. Ja, hört das auch nochmal auf jetzt hier. Komm, ich wollte jetzt auch hier nicht irgendwie eine riesen Sache draus machen, aus ein bisschen Geröll, ne? Ja, jedenfalls können wir uns einen schönen Weg bauen. Ich höre auch schon wieder lustige Kameraden. Die stimmen wieder ein gar fröhlich Lied an. Tschuck, tschuck. Ich sag mal jetzt so, da unten gehe ich gleich mal, nächste Folge gehe ich da unten noch rein. Bohr hier noch was auf. Und, ja, ich höre ja noch so viel, da ist bestimmt ein Raum. Da ist bestimmt ein Raum. Aber hallo. Ich lasse mich noch nicht unterkriegen. In der nächsten Folge gucken wir uns das nochmal genauer an. Ich mache hier mal ein bisschen weiter. Ob sich das auch lohnt, ja. Ansonsten gucken wir dann auch endlich mal wieder draußen, so ein bisschen nach der frischen Luft. Das muss ja auch mal sein. Alles klar, dann bis die Tage, ne?